Okay, Freunde, es geht jetzt wie angekündigt weiter mit einem der coolsten Jedi aller Zeiten, und zwar Jolie Bindo. Deswegen verlieren wir keine Zeit, springen rüber zu den Events und klicken dann auf Legenden der Alten Republik 2, wiederkehrendes Event. Da hat mich übrigens der gute The Real Sith Vader darauf hingewiesen, dass ja wiederkehrendes Event für einen solchen Event eigentlich ziemlich komisch klingt, denn ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wann ein Marquis-Event jemals wiedergekehrt ist. Aber gut, wir haben noch 17 Stunden Zeit, die Zeit nutzen wir natürlich jetzt schon, um uns Jolie freizuschalten. Der erste Angriff von ihm ist keine andere Optionen. Verursacht Schaden und heilt Jolie. Ist diese Fähigkeit maximal verbessert, senkt sie außerdem Jolies Abklingzeit, wenn er in seiner Runde Schaden verursacht. Okay, wählen wir das Ganze mal aus, haben natürlich wieder unser grandioses Sith-Team und dann starten wir. So, wir machen den ersten Angriff gleich. Ich habe wieder keine andere Möglichkeit, als irgendwie, naja, erstmal normal anzugreifen. So, dann greifen wir auch erstmal ganz normal an, in der Hoffnung, dass Jolie gleich wieder drankommt. Den Gegner nehmen wir ganz kurz ihre Buffs weg. So, perfekt. Ein paar mehr haben sie noch. Ja, das sind exakt dieselben Sith-Truppen oder Sith-Soldaten, wie sie auch in Star Wars Knights of the Old Republic drin waren. Und damals waren sie quasi Trash-Mobs. Also man hat sehr oft gegen sehr viele von denen gekämpft. Waren nicht wirklich stark. So, haben aber Spaß gemacht. Ich habe in meinem Let's Play die helle Seite gespielt, die, Canon-Seite, sofern man das in einem Legends-Universum sagen kann. Und also Knights of the Old Republic Canon war ja letztendlich, dass Revan sich der hellen Seite wieder anschließt. So, wir machen mal ganz kurz hier unseren, normalen Angriff. Sehr schön. Und, genau. Die habe ich dann natürlich für mein Let's Play gespielt. Ich habe gesagt, ich mache irgendwann einmal ein Let's Replay für die dunkle Seite. Und das werde ich auch demnächst mal tun. Jedenfalls wissen viele oder jeder, der Star Wars Knights of the Old Republic 1 gespielt hat, sollte wissen, dass Jolie Bindo eigentlich ein grünes Lichtschwert hat. Und ihr werdet vielleicht ein bisschen Footage sehen, ein bisschen Beta-Footage, das andere Game Changer gemacht haben. Falls sie die Videos noch nicht gelöscht haben, dann ist es nämlich so, dann seht ihr Jolie mit einem blauen Lichtschwert, weil sich die Farbe während der Entwicklung mal ein bisschen geändert hat. Die Sache ist nämlich die, dass es offizielles Artwork gibt von Knights of the Old Republic, und dieses offizielle Artwork, in dem sieht man dann Jolie mit einem blauen Lichtschwert. Fakt ist aber, dass Jolie letztendlich im Spiel ein grünes Lichtschwert hatte, ja? Und ich meine, Artworks hin oder her, Artworks sind eigentlich völlig egal. Es zählt letztendlich, wie der Charakter im Spiel war, weil die meisten Spieler werden Jolie so erkennen, wie er im Spiel war und nicht so, wie auf irgendwelchen Artworks zu finden war. Und im Spiel hat Jolie ein grünes Lichtschwert. Das hängt damit zusammen, dass in Star Wars Knights of the Old Republic die einzelnen Lichtschwertfarben eine Bedeutung bekommen haben, ja? Und zwar ist das so, dass ein Jedi mit einem grünen Lichtschwert ein Konsular ist. Deswegen haben wir auch den Jedi-Konsular hier mit dem grünen Lichtschwert, ja? Weil ein Jedi-Konsular nun mal ein grünes Lichtschwert hat. Warum, erkläre ich gleich noch. Dann gibt es noch die Jedi-Sentinel. Oder ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen. Jedi-Wachen. Ich habe immer die englischen Begriffe im Kopf. Also Konsular, Sentinel. Und dann gab es, glaube ich, noch die Knights. Und die Sentinel waren praktisch Jedi, die gelbe Lichtschwerter hatten. Also sprich Bastila Shan, sie hat ein gelbes Lichtschwert. Es gibt auch ein Artwork von ihr, glaube ich, mit grünem Lichtschwert oder so, oder grünlich. Aber Sentinel haben eigentlich gelbe Lichtschwerter, deswegen hat sie auch in-game ein gelbes gehabt. Und dann gibt es eben noch diese Knights, die Ritter, die hatten dann praktisch ein blaues Lichtschwert, ja. Die Bedeutung, darauf gehen wir gleich nach. Wir lesen mal ganz kurz, was hier steht. Mach du das, ist der zweite Skill von Jolie. Ruf den anvisierten Verbündeten als Unterstützung. Jolies zweite einzigartige Fähigkeit Erfahrung und Weisheit hat Synergie mit Mach du das, wenn die Fähigkeit maximal verbessert ist. Werden wir gleich genau besprechen, also los geht's. So, und die Sache ist die Ritter, die mit den blauen Lichtschwertern waren eben immer die, die für, naja, waren sozusagen die Krieger, ja, die haben physischen Schaden gemacht, die haben hauptsächlich mit Lichtschwertern gekämpft, okay. Dann gab es die Konsulare, die Consular, das waren die, oder Council, Consular hießen sie, glaube ich. Und die Jedi-Konsulare waren
praktisch sowas wie die Magier, ja, die haben hauptsächlich Macht benutzt, die haben dann viele Gedankentricks benutzt, Macht benutzt und so weiter, ne, helle Seite, dunkle Seite Macht, je nachdem, ging halt erst in diese Richtung, meistens natürlich helle Seite Macht, warum ich dunkle Seite erwähnt habe, komme ich auch gleich noch drauf. Das waren dann also eher die Machtnutzer, wenig Schwertkampf begabt, dafür eher eben Machtnutzer, also solche Leute, ja, die man halt in Rollenspielen eher als Magier bezeichnen würde. So, wir aktivieren mal ganz kurz das hier. Wenn wir nämlich einen Verbündeten vorschicken mit Hilfe von Julie, dann heilen wir uns. Ihr seht es hier. Der Verbündete heilt sich, ne? Wir heilen uns auch mit. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich euch dann noch, wenn wir dann später bei den Kämpfen sind, wo wir ein reines Jedi-Team haben. Da macht das nämlich mehr Sinn. Und jedenfalls war Bastila, also ein Jedi Sentinel, steht praktisch zwischendrin, die mit den gelben Lichtschwertern. Die sind nämlich weder blau noch grün. Die haben dann gelb und sind eine Mischung aus beiden. Also einerseits gut mit dem Lichtschwert, andererseits aber auch gut mit der Macht. Aber die können beides, aber nicht sind in beiden nicht das Beste. Haben aber noch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Medikits benutzen, Schlösser knacken und so, ne? Also Fähigkeiten, die eben außerhalb der Jedi-Tätigkeiten sind. Also Jedi-Sentinels sind sozusagen gute Agenten, ja, die eben andere Dinge noch zwischendurch machen. Und quasi sowas wie die Schurken, ja. Also wenn man das in diesen drei Hauptklassen einteilen würde, dann wären die Jedi-Ritter mit den blauen Lichtschwertern Krieger, die Jedi-Konsulare mit den grünen Lichtschwertern wären sowas wie Magier und die Jedi mit den gelben Lichtschwertern, die Sentinels, wären sowas wie Schurken, okay? Und das wäre dann sozusagen die, naja, Dungeons & Dragons mäßige Einteilung. So, ihr wisst ja, Knights of the Old Republic 1 kam von BioWare und BioWare ist eben für solche Spiele bekannt und dementsprechend haben die auch versucht, weil es ein Rollenspiel ist, ein gewisses Klassensystem einzuführen. Und für dieses Klassensystem haben die dann letztendlich die Lichtschwertfarben Bedeutungen gegeben, ja. Dadurch kam das zustande. Es hatte eigentlich keinen tieferen Sinn. Das war einfach nur aus dem Sinn heraus, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben, eine optische Distanzierung voneinander zu geben. Und dafür hat man das eben eingeführt, ja. Und dementsprechend ist es eigentlich egal, ob Julie ein blaues oder ein grünes oder ein gelbes Lichtschwert hat, aber jeder, der Star Wars Knights of the Old Republic kennt, jeder Fan sollte wissen, dass eben Julie Bindo standardmäßig ein Jedi-Konsular war, dementsprechend eher Magier sozusagen, und wenn man ihn zum ersten Mal bekommt, hat er standardmäßig ein grünes Lichtschwert. Das ist einfach seins und so gehört sich das auch. Julie Bindo muss ein grünes Lichtschwert haben, okay? Und ich habe das Ganze dann, wir alle Gamechanger sind ja auf einem Discord-Chat. Da habe ich dann den Verantwortlichen bei Capital Games markiert und habe gesagt, hey, wieso hat Julie eigentlich ein blaues Lichtschwert? Er müsste ein grünes haben. Natürlich wurde ich ignoriert, ja? Also da ist keiner drauf eingegangen, was ich persönlich nicht sehr toll fand. Ich habe dann noch eine sehr lange Diskussion geführt mit vielen anderen Gamechangern, die gesagt haben, ja, er ist ja auf Artworks mit blauen Lichtschwertern drauf, also macht ein blaues auch Sinn. Natürlich, ja, kann man damit argumentieren. Aber Fakt ist, ein grünes gehört da rein. Ich habe immer wieder gesagt, hey, da gehört ein grünes Lichtschwert hin, aber warum sollte man auch auf einen deutschen Gamechanger hören, ne? Im Endeffekt war es dann so, dass dann praktisch alle ihre Videos aufgenommen haben zu Julie Bindo mit einem blauen Lichtschwert, außer Arnold, der hatte dann sein Client geupdatet und hatte ein grünes Lichtschwert. Und irgendwann hat sich dann Cups Fan Han gewundert und hat gesagt, hey, bei mir hat ein blaues, bei Arnold hat ein grünes, woran liegt das? Ja, und dann haben wir dann erfahren, es gab ein Update, weil eigentlich hat er doch ein grünes. Und updatet bitte alle eure Clients, damit ihr dann richtige Videos rausbringen könnt. Und falls ihr schon Videos aufgenommen habt, naja, kann es sein, dass ihr eventuell vielleicht sogar diese Videos löschen müsst und neue aufnehmen müsst. So, dementsprechend habe ich dann natürlich, weil ich nur mal sicher gehen wollte, mein Video gelöscht und habe ein neues Video aufgenommen, nur für den Fall, dass ich es dann später nicht machen muss. Darum kam mein Bastila-Video auch ein bisschen später, mein Update-Video kam ein bisschen später. Und ich hab natürlich nicht nehmen lassen, nochmal reinzuschreiben, hey, ich hab's ja gesagt, aber irgendwie ist darauf auch keiner eingegangen. Also, da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, denn ich finde es ziemlich blöd, wenn ein
amerikanischer Gamechanger schreibt, hey, warum hat Arnold ein grünes Lichtschwert und ich habe ein blaues Lichtschwert? Was ist da nicht richtig? Und darauf wird dann eingegangen. Aber wenn ich sage, hey, Jolie muss ein grünes Lichtschwert haben und kein blaues, dann wird darauf nicht eingegangen. Ja, das finde ich persönlich nicht toll. Und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, Freunde, das sage ich euch. Weil mit einfach ignorieren lasse ich mich nicht abspeisen. So, strategische Tipps. Das sieht übel aus. Heilt den anwesenden Verbündeten und befreit ihn von allen Debuffs. Ist diese Fähigkeit maximal verbessert, werden alle besiegten Jedi wiederbelebt und erhalten 5 Runden lang kritisches Ausweichen. Absolut grandios, diese Fähigkeit. Wie gesagt, ich gehe später noch mal ein bisschen detaillierter auf Jolie ein, ja, darauf, wie seine Fähigkeiten funktionieren. Übrigens, Mats der Checker hat mich angeschrieben, ist ein Zuschauer. Lieber Mats der Checker, ich grüße dich ganz herzlich. Und er hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt, die ich leider nicht annehmen kann, weil ich meine Freundesliste schon voll habe. Und der Name kommt daher, weil ein Kumpel wohl den Namen gemacht hat, ein Freund. Ich hab ihn geschrieben und mich natürlich bedankt dafür, dass, hier nochmal ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du mich unterstützt über YouTube. Und leider ist die Freundesliste voll. Was hat er denn geschrieben? Auf deinen Server komme ich gerne. Das war's. Und bitteschön, könnte ich dann vielleicht trotzdem in deine Gilde. Lieber Mats, wir haben noch Platz in der Gilde. Darüber sprechen wir dann gemeinsam in Discord, wenn du auf den Discord-Server gekommen bist, weil Discord Pflicht ist. Aber wir haben auf jeden Fall noch Platz. Und ich denke, du bist herzlich willkommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ja? Hab ich ja gesagt, wenn da noch Platz ist, liebend gerne. So, du bist ja auch schon Level 81, habe ich gesehen. Also grundsätzlich erfüllst du schon mal die Grundvoraussetzungen. Das ist cool. So, wir machen mal seinen Buff hier weg, indem wir den davor schicken. Also, Dankeschön für dein Interesse an der... Ach, jetzt weiche ich dir auch noch aus. Dankeschön für dein Interesse an der Gilde und an den Videos. So, wir machen mal alle Buffs hier weg. Dann blitzerisieren wir den hier mal und greifen hier mal normal an. So. Naja, das als kleine Anekdote jedenfalls zu Jolie Bindo und seinem Lichtschwert, seinem grün-blauen Lichtschwert, das eigentlich grün sein muss. Und ich hab's ja gesagt, ja, also jemand, der ein großer Knights of the Old Republic Fan ist, erkennt das sofort. Und ich glaube, der gute Frank Eberle, mit dem ich mich immer gerne über die Kommentare unterhalte, auch der hat das ganz bestimmt gemerkt, weil er ja auch sagt, er ist ein großer, ne, das war gerade die Heilung hier, weil er sagt, er ist auch ein großer Star Wars Knights of the Old Republic Fan. Und ich bin sicher, jedem Star Wars Knights of the Old Republic Fan hätte das in den Augen wehgetan. Jetzt mal abgesehen von Bastilas Gesicht, das uns auch allen in die Augen wehtut. Aber jeder Star Wars Knights of the Old Republic Fan wird Augenkrebs bekommen haben von Jolie mit einem blauen Lichtschwert. So, dann greifen wir mal hier an, zack, und dann zack. Und wenn ihr diese Episode hier seht, wenn ihr die Episode heute noch seht, also am Samstag, ich habe später noch ein Telefonat mit unserem Ansprechpartner von Galaxy of Heroes, ja, also jemand von Capital Games. Es ist nämlich so, dass wir Game Changer einmal im Quartal ein Telefonat kriegen mit, also ein 30 Minuten Telefonat kriegen, wo nur ich quasi mit einem von Capital Games spreche, in dem wir uns unterhalten und darüber sprechen, wie es so läuft und so, ne, und da werde ich dann meine Bedenken einfach mal kundtun. Und diese Telefonate darf ich natürlich nicht aufzeichnen, das sind einfach nur eins an eins, ne, one-on-one, persönliche Telefonate. Und ich werde mich aber dafür einsetzen, dass auch wir europäische und deutsche Gamechanger vor allem mal die Möglichkeit bekommen, auch mal Interviews zu führen, die wir dann übersetzen. Interviews mit Capital Games Angestellten. Ja, ihr habt ja gesehen, es gibt oft exklusive News, die zum Beispiel irgendein amerikanischer Gamechanger kriegt exklusive News, die wir alle anderen Gamechanger nicht haben. Oder exklusive Interviews, wo Updates rauskommen, die kein anderer hat, ja. Grundsätzlich finde ich das System gut, aber bis jetzt sah es nicht so aus, als würden wir europäische oder sogar wir deutsche Gamechanger mal so ein Interview erhalten. Und auch da werde ich mal nachfragen, wie es denn aussieht, wann wir denn endlich mal solche Interviews führen dürfen für zukünftige Updates. Und ich persönlich traue mir schon zu, ein Interview auf Englisch zu führen und dann eben die Dinge entsprechend auf Deutsch zu übersetzen. Ja, sei es, dass ich einen Untertitel einblende oder sei es, dass ich dann einfach kurz frei übersetze, was gesagt wurde, ne? Die wichtigen Infos halt. Das wäre so eine Sache, die ich echt gerne machen würde. Also ich persönlich suche die nähere Zusammenarbeit mit Capital Games, aber bis jetzt wurde sie mir persönlich noch nicht erwidert.
Und das finde ich nicht toll, deswegen werde ich das heute auch mal ansprechen und ich hoffe, dass sich da zukünftig was tut. Man muss dazu sagen, Capital Games hat unheimlich viel getan in letzter Zeit in Sachen Zusammenarbeit mit den Game Changer und auch mit der Community. Also ich bin immer noch stolzer Game Changer, ja, ich freue mich immer noch, ich bin immer noch froh, ein Teil des Ganzen zu sein, aber ich finde, wir Deutsche, also Killerbee, Leon24 und ich, wir sollten viel mehr eingebunden werden in das, was da so passiert. Generell die Europäer, aber auch vor allem eben wir Deutsche. So, denn man sollte die Größe der deutschen Community zu Star Wars Galaxy of Heroes nicht unterschätzen. Natürlich sind es nicht so viele wie in Nordamerika oder weltweit, ja, aber ich habe schon einmal gesagt, zum Beispiel Arnold, der hat knapp über 70.000 Abonnenten weltweit, ja. Und so jemand wie Killerbee, der hat über 2.000 Abonnenten allein in Deutschland, rein deutsch. Und wenn man mal prozentual das Verhältnis sieht, ist 2.000 auf die deutsche Einwohneranzahl gar nicht mal so viel weniger, wie zum Beispiel 70.000 auf die ganze Welt betrachtet, okay? Das ist 2.000 auf Deutschland betrachtet sogar noch viel mehr prozentual gesehen als das. Also man kann dazu sagen, es gibt schon sehr, sehr viele deutsche Galaxy of Heroes Fans und Spieler und auch Leute, die an den Videos interessiert sind. Allerdings nicht, natürlich gibt es nicht so viele Deutschsprachige auf der Welt, ganz klar. Aber das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Und wenn die deutsche Community zusammenbrechen würde, na klar, auf der ganzen Welt gesehen, auf 70.000 weltweite, wo auch Deutsche mit dabei sind, muss man sagen, weltweit gesehen sind das vielleicht noch nicht so viele, die jetzt wegfallen würden, aber es wäre trotzdem ein harter Schlag. Denn diese Fans, die hier sind, die mich abonniert haben, die Leon und Killerbee abonniert haben, das sind treue Fans, treue Spieler. Und dementsprechend sollte auch da mehr dafür getan werden, dass wir als Game Changer euch als Zuschauer mehr bieten können. So, stört mich nicht. Gewährt Jolie Immunität gegen Zugleistensenkung und erhöht seine Zähigkeit. Ist diese Fähigkeit maximal verbessert, erhält Jolie 100% Zähigkeit und eine höhere Überlebensfähigkeit. Ganz genau, ihr kriegt nämlich mehr Lebenspunkte und so ein Kram, hab ich alles schon mal vorgelesen. Für die Leute und euch, die nicht genau wissen, wie die Fähigkeiten von Jolie funktionieren, klickt einfach oben rechts in der Ecke auf das i, da seht ihr dann das Video zu Bastila und Jolie, das ich aufgenommen habe. So, wir starten jetzt das Ganze mal. Das ist eine passive Fähigkeit, also er bekommt mehr Zähigkeit, er bekommt mehr Lebenspunkte und seine Zugleiste kann nicht reduziert werden. Das ist absolut awesome. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier. Ist immun gegen Zugleistensenkung. Also, sehr, sehr praktisch. So, wir schicken jetzt nochmal ihn hier vor. Zack, sehr gut. Provozieren ist weg. Aber wir haben seine Abklingzeiten wenigstens schon. Ach, Abklingzeiten reduzieren war ja hier unnötig. Hat also gar nichts gebracht, aber ist nicht weiter schlimm. So, wir schmeißen mal unser Schwertchen hier. Perfekt. Dann greifen wir hier nochmal an. So, Nummer 1. Wir machen alle Buffs weg. Awesome. Dann blitzerisieren wir alle mal hier. Und saugen nochmal allen 4. Der hier. So. Und diese Gegner hier, diese Kartellschläger, sehen aus... Achso, was habe ich nie aktiviert? Ich habe die Tasten aktiviert hier unten. Moment mal kurz. So, dann wäre das auch geklärt. Habe ich mal ganz schnell... ich habe hier unten wohl die Tasten aktiviert, dass man die Tasten sehen kann. Okay. Also, Tastatur. Das könnt ihr könnt die Menüleiste nicht sehen hier, aber ihr habt eben kurz in den Bildchen dann die Tasten gesehen. So, wir greifen weiter an. Ich würde mal sagen, die blitzerisieren wir mal hier. Und dann greifen wir hier immer noch an. So, Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt bringen wir den Zug ins Rollen, indem wir dafür sorgen, dass unsere Zugleisten alle voll sind. So, jetzt haben wir noch 3 kleine Schweinchen, nur noch 2 kleine Schweinchen. Und ja, solange der andere betäubt ist, ich greife einfach immer den an. Hier, den da, ne? Zum Beispiel, der gerade nicht betäubt ist. So, zack. Erfolg. Und jetzt haben wir noch eine Welle. Okay. Schalten wir erst einmal die Kleinen aus hier. Dafür schicken wir... ich würde aber sagen, ihn hier vor. So, perfekt. Der wurde gesappt. Dann zappen wir ihn nochmal. Und ihr wisst ja, für jeden gesappten Gegner bekommt Palpatine am Ende seiner Runde mehr Zugleiste. So, dann zappen wir den hier nochmal. Awesome. Da können sie sich auch gar nicht heilen.
So, dem schmeißen wir Schwert ins Gesicht. Und jetzt machen wir Schaden auf alle. Und damit ist uns der Sieg gewiss. Ach ja, komm, wir machen erstmal den da platt da hinten. So, dann die auch noch. Ich frage mich ja, ob diese Gegner, die man hier sieht, auch noch ins Spiel kommen. So ein paar Sith, als Sith-Marodeur kennen wir ja schon. Aber so ein paar Sith-Soldaten oder sowas. Sith-Truppler haben wir auch schon. So, weitere Jolie-Splitter. Und jetzt haben wir hier Stört mich nicht. Nein, hier. Stört mich haben wir gerade gehabt. Wir machen jetzt Erfahrung und Weisheit. Erhöht Julies Maximalgesundheit. Ach, das erhöht die Maximalgesundheit von Julie um 30%. Okay, verstehe. Ist diese Fähigkeit maximal verbessert, gewährt sie Zielen von Mach du das und das sieht übel aus. Schutzerhöhung und heilt das Ziel und alle Jedi. Na gut, also stürmen wir mal los. Da ich momentan kein Jedi-Team hier dabei habe, kann ich das nicht so genau zeigen, aber wir kriegen ja gleich ein Jedi-Team gestellt. Das hier war das. Erhöht die Maximalgesundheit von Julie um 30%, setzt eine Fähigkeit ein, also die einen Verbündeten anvisiert, gewährt er diesen 2 Runden lang höheren Schutz und 30% der Maximalgesundheit entspricht. Okay, also wir schicken jetzt mal ihn vor. So, zack, und ihr seht es, er kriegt Schutzerhöhung, die 30% seiner Maximalgesundheit entspricht, laut 30% der Maximalgesundheit von Julie. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann greifen wir mal hier an. Perfekt. Saugen nochmal allen drei, um die Abklingzeit zu verkürzen. Sehr gut. Der hier, der andere ist jetzt mal sehr lange betäubt. Dann säppen wir den da, greifen hier nochmal an. So. Übrigens kann Jolies normaler Angriff ja die Abklingzeiten verkürzen. Also, vielleicht kann ich es gleich auch nochmal zeigen. Später. Spätestens später, wenn wir gegen die anderen Jedi kämpfen. So. Die Sith-Soldaten sind ein bisschen tanky. Perfekt. Ich würde aber sagen, wir schmeißen auf den. Das sollte ihn wegpusten. Awesome. Dann greifen wir den normal an. Perfekt. Der ist Fähigkeit blockiert. Können wir den hier betäuben? Hat auch funktioniert. Sehr gut. Ich würde mal sagen, den verpassen wir im Blitz. So, dann saugen wir doch mal allen dreien. Und wenigstens zweimal hat funktioniert. Dann schicken wir jetzt mal wieder, ich würde mal sagen, Purple Team vor. Sehr gut, Purple Team ist auch gleich wieder dran. So, es macht schon Sinn, Purple Team vorzuschicken, muss ich sagen. Übrigens ist Jolie, denke ich persönlich, für die Arena eher nicht ganz so geeignet. Zumindest nicht in jedem Jedi-Lineup. Natürlich mit Großmeister Yoda, ja, ist, kann das schon funktionieren, weil er ihn dann vorschickt. Aber sowas wie Heilung oder sowas wie, wie Wiederbeleben braucht man eigentlich eher selten in der Arena, ja. Das ist dann eher etwas, meiner Meinung nach, für PvE. Ich meine, wir haben schon genug PvE-Jedi. Wir brauchen nicht noch mehr PvE-Jedi. Aber, so sieht es momentan aus mit Jolie auf den ersten Blick. Wobei er unter Bastila mit Großmeister Yoda, General Kenobi und Ezra doch sehr gut funktioniert. So, und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, alles einzusetzen, was wir gelernt haben mit dem von Capital Games vorgeschlagenen Team. Und das nehmen wir sehr gerne mit, denn da können wir alles ausgiebig testen. Wir können ja auch jeden Kampf 5-mal machen. Wir könnten diesen Kampf 5-mal machen. Oh, wir haben bloß die... okay, wir haben bloß die beiden. Auch nicht schlecht. Dann greifen wir doch mal. Du bist ja sehr strategisch vorgehen, hieß es. Also, ich will erstmal den Attentäter auslöschen. Hierfür schicken wir Bastila vor. So, Gegner greifen uns an. Ihr seht, wir haben ganz viel Schutz. Und solange wir Schutz haben, haben wir mehr Zähigkeit. Allerdings der Schutz jetzt weg. Wir greifen jetzt mal den hier an, weil wir können nur ihn angreifen. Doch zumindest. Okay, jetzt machen wir hier erst einmal das Provozieren weg. Der wurde betäubt. Und dann würde ich gerne mal einen von diesen Marodeuren hier auslöschen. Oder die Kleinen. Einer provoziert wieder. Na gut, wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum, den Tank zuerst auszulöschen. So, dann schicken wir mal Bastila wieder vor auf den hier. Perfekt.
Und es sieht schon echt nach einem ziemlich harten Kampf aus, muss ich sagen. Können wir hier gerade mal Jolie vorschicken? So, awesome. Okay, Bastila wurde besiegt und jetzt aktivieren wir hier die Heilung auf uns selbst und beleben Bastila wieder und auch alle anderen. Aha, so war das also gedacht. Also die wollten, dass wir gleich am Anfang, ich habe natürlich nicht gelesen, die wollten, dass wir gleich am Anfang alle wiederbeleben. Na gut, wir machen erstmal das hier auf alle, so, dann schicken wir General Kenobi vor, heilt ihn, alle anderen Jedi mit, ja, und dann schicken wir mal Yoda vor. Und ihr seht, dadurch, dass wir immer wieder Yoda vorschicken, ist er sehr oft dran und kann seine Fähigkeiten sehr oft benutzen. Und jetzt machen wir einen Schwarmangriff mit allen Charakteren, die gebufft sind und haben fast den Tank down. Finde ich übrigens sehr, sehr cool, dass das Ganze so angefangen hat. Man hätte natürlich sofort alle wiederbeleben können, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen was zeigen, zum einen. Und zum anderen habe ich es noch eh nicht nachgelesen. So. Okay. Dann haben wir natürlich dank Bastilas Fähigkeit haben wir eine erhöhte Konterchance und ihr seht, wie schnell wir wiederbeleben können. Ich heile jetzt mal hier Yoda. Zack, und Bastila ist auch wieder da. Bastila kann auch gleich mal einen von denen betäuben. Awesome. So, dann löschen wir den hier aus. Und wir machen mal hier alle Debuffs weg. Dann machen wir das hier. So, ganz viele Buffs auf uns. Und ihr seht, wie schnell wir das Feld an uns reißen. Wir können mal noch den hier wegprügeln. Erstmal auf den hier drauf. So, sehr gut. Dann machen wir diesen Angriff hier. Der ist betäubt. Finde ich super klasse. Und ihr seht es, wir haben 4 Runden Abklingzeit. Ich greife jetzt mal normal an. Ja, also es hat 5 Runden Abklingzeit. Und das hat 3 Runden Abklingzeit. Na gut. Greifen wir mal normal an. So. Zack. Sehr gut. Jetzt sollte es nur noch 2 Runden Abklingzeit haben, weil es einmal reduziert wird und weil er einmal normal dran ist. Julie vorschicken reduziert übrigens keine Abklingzeit. Hat noch eine Runde. Na gut. Reduziert vielleicht doch Abklingzeit. So, betäuben wir den mal. Hat nicht funktioniert. Dann machen wir das hier. Ich glaube aber, dass Julie vorschicken die Abklingzeit nicht reduzieren sollte. Und dass das weggepatcht wird. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es nämlich im Galaxy of Heroes Forum ein Hotfix, der angekündigt wurde. Und es kann sein, dass das gemacht wird. Dass man also, wenn man Julie vorschickt, dass es die Also rechnet mal nicht damit, dass wenn ihr Julie vorschickt zum Angreifen, dass dann die Abklingzeit reduziert wird. Rechnet mal nicht fest damit. Falls es doch der Fall ist, ist es gut. Ich mache noch mal ein extra Video dazu. Ich habe das nur mal aus dem Augenwinkel heraus gelesen. Und werde dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen was dazu sagen, wenn wir in dem Update wieder darüber sprechen, okay? Also das ist quasi das nächste Video, das rauskommt. Da gehe ich noch im Detail darauf ein. So, wir schicken mal, wir gehen am besten Automodus, würde ich sagen. So. Ja, was kann ich noch zu Julie Bindo sagen? Also in Star Wars Knights of the Old Republic 1, ich habe ja vorher mal angekündigt, dass ich noch ein bisschen was sagen will zu Julie. Und da habe ich ja gesagt, Konsulare benutzen helle und dunkle Seite Macht. Und die Sache ist die, dass man in Star Wars Knights of the Old Republic 1 beides lernen kann. Man kann helle und dunkle Seite Macht benutzen. Wenn man ein heller Jedi ist, ein Jedi der hellen Seite, dann kann man helle Seite der Macht für weniger Mana, also Macht benutzen. Ja, Macht ist dort Mana-Punkte. Und also man kann helle Seite der Macht öfter einsetzen, die ist billiger zum Einsetzen. Und dunkle Seite der Macht ist teurer. Wenn man ein dunkle Seite Jedi ist, kann man trotzdem helle Seite Macht, helle Seite Macht einsetzen. Allerdings kostet die helle Seite Macht natürlich mehr als die dunkle Seite Macht. Ja? Helle Seite Jedi sind helle Macht affin und dunkle Seite Jedi sind dunkle Macht affin. So, das Besondere an Jolie Bindo ist, dass er weder helle Seite noch dunkle Seite ist, ja. Er hat hier im Spiel natürlich die helle Seite bekommen, ganz klar, weil er gut ist. Er ist übrigens kein Chinese, er kneift die Augen da ein bisschen zusammen. Eigentlich ist er nicht asiatisch angehaucht, das ist auch sehr schlechtes Design hier, muss ich sagen. Aber gut, wie gesagt, ich beschwere mich nicht, ich bin froh, dass er überhaupt da ist in dem Spiel. Ich finde, er sieht insgesamt ziemlich cool aus. Also, ich muss dazu sagen, mein Lieblingscharakter in Star Wars Knights of the Old Republic 1 war immer Jolie Bindo. Und er wird es auch immer bleiben. Und er ist einfach einer der coolsten Jedi aller Zeiten. Und auch einer meiner Lieblings-Jedi aus dem Legends-Universum, okay? Wenn er Canon wird, dann wird er für mich Qui-Gon Jinn große Konkurrenz machen. Aber momentan ist er eben nicht Canon. So, und die Sache ist die,
dass er eben im Spiel eigentlich ein grauer Jedi war. Das bedeutet, er kämpft zwar für die helle Seite, also für die Guten, ja, für euer Team. Deswegen hat er auch den helle Seite Tag bekommen. Aber er ist eigentlich weder helle noch dunkle Seite. Also er ist kein Jedi mehr. Er hat sich vom Jedi-Orden losgesagt. Und müsste eigentlich sowas wie Visas Ma sein, also kein Jedi, ja. Und aber man hat ihn trotzdem zum Jedi gemacht, weil er eben ein Jedi, der ein grauer Jedi ist. Er ist zurückgezogen als Eremit, als Einsiedler lebt er, so wie Einsiedler Yoda. Und er benutzt beides, helle und dunkle Seite der Macht. Er ist der Meinung, dass es, dass der Zweck die Mittel heiligt und dass ein Jedi auch ruhig mal die dunkle Seite benutzen darf, um etwas Gutes zu erreichen, okay? Und so ähnlich war ja Qui-Gon Jinn auch drauf, ein bisschen Obi-Wan, aber Qui-Gon Jinn wohl eher. Und zwar hat Qui-Gon Jinn Gedankentricks benutzt, um Unschuldige dazu zu bringen, das zu tun, was er will. Ja, also jemand deinen Willen aufzwingen durch Gedankentricks ist eigentlich nichts, was eine helle Seite Jedi tun sollte. Also ein richtiger Jedi der hellen Seite tut so etwas nicht. Der akzeptiert die Meinung des anderen. Und Joe Lee ist so jemand, der würde Gedankentricks jederzeit benutzen, wenn dieser Zweck die Mittel heiligt. Und er würde notfalls auch Leute umbringen, wenn dieser Zweck die Mittel heiligt, ja. Und das macht ihn eben zu einem grauen Jedi, also er kämpft für die gute Seite, also sofern man gut so definiert, ja. Und aber er schreckt eben nicht davor zurück, dunkle Seite der Macht zu benutzen. Und dadurch, dass er eben im Spiel grau ist, ja, also weder helle Seite der Jedi werden eben mit einem hellblauen Schimmer dargestellt, dunkle Seite natürlich mit einem roten Schimmer. Und graue Jedi sind dann eben in der Mitte der Skala mit einem einfach nur grauen Licht, einem grauen Schimmer. Und Jolie ist grau und hat daher keine Vorteile, wenn er helle Seite der Macht benutzt. Also helle Seite der Macht kostet nicht weniger, wenn er sie benutzt, weil er helle Seite ist. Und dunkle Seite der Macht kostet auch nicht weniger, wenn er dunkle Seite benutzt. Aber sie kosten auch nicht mehr, weil er eben weder zur einen noch zur anderen Seite tendiert. Also helle Seite Macht Nutzer können helle Seite Macht billiger nutzen. Aber dafür kostet dunkle Seite mehr. Dunkle Seite macht Nutzer können dunkle Seite billiger nutzen, dafür kostet helle Seite mehr. Joe Lee ist quasi mittendrin und er hat keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Er kann jede Macht so nutzen zu ihren normalen Machtkosten oder Mana-Kosten. Das war der große Vorteil von Joe Lee Bindo, der große Spaß, den ich mit ihm hatte damals in Star Wars Knights of the Old Republic 1. Und deswegen schalten wir jetzt hier gemeinsam frei, Freunde. Joe Lee Bindo aktiviert! Da ist der Freund. Natürlich helle Seite, mächtiger Jedi-Heiler, der sehr widerstandsfähig und vor Störungen gefeit ist. So, wir befördern ihn noch einmal auf 3 Sterne. Und jetzt kommt die ganz, ganz, ganz große Frage. Joe Lee Bindo auf 4 oder mehr Sterne bringen, lohnt es sich ja oder nein? Oder solltet ihr es vielleicht sogar tun? Wir gehen nochmal ganz aus dem Store. Hier ist ja das Paket. Ihr habt auch hier wieder Zeit, das zu tun. Und ich sage euch jetzt meine persönliche Meinung dazu. Gehen wir dazu nochmal ganz kurz auf Joe Lee Bindo und schauen uns sein Fähigkeiten-Kit an. Wie das aussieht. Moment, wo haben wir ihn? Hier ist er. So, sein normaler Angriff. Auf maximal aufgetuned, fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu und regeneriert 30% Gesundheit. Verursacht dieser Angriff, blala, Schaden verkürzt die Abklingzeit um 1. So, für die Abklingzeit verkürzt, da muss man nicht drüber sprechen, sind die Sterne egal. Aber, fügt er dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu, dann regeneriert er 30% Gesundheit. 30% Gesundheit regenerieren ist extrem abhängig von seinen maximalen Lebenspunkten, ja. Und je mehr Sterne er hat, umso mehr Sterne, umso mehr Gesundheit regeneriert er. Also hier spricht es auf jeden Fall dafür, ihn auf 7 Sterne zu bringen und den maximalen Effekt hier rauszuholen, okay? Gehen wir mal weiter. Mach du das. Anwesender Verbündeter leistet Unterstützung, regeneriert bei diesen Verbündeten höheren 30% von Jolies Maximalgesundheit. Andere Verbündete regenerieren den halben Wert oder jede Verbündete regenerieren den halben Wert. Auch das hier spricht dafür, Jolie möglichst viele maximale Lebenspunkte zu geben. Das bedeutet 7 Sterne, also je mehr Sterne, umso besser. So, gehen wir mal auf, das sieht übel aus. 8, ne, auf Stufe 8 natürlich. Anwesender Verbündeter regeneriert 40% Gesundheit und wird von allen Dinos befreit. Anschließend werden jede Verbündete
mit 80% Gesundheit wiederbelebt und halt 5% Trefferimmunität. Hier spielen die Sterne keine Rolle. Aber ihr seht schon, zwei Skills, da spielt es eine Rolle, beim dritten spielt das gar keine Rolle. Stört mich nicht. 100% Zähigkeit, immun gegen Schutzleistensenkung, außerhalb des Kampfes erhöhte kritisches Ausweichen, also zu Beginn des Kampfes kriegt er erhöhtes kritisches Ausweichen und Zähigkeit. Da braucht er auch keine 7 Sterne, also eher etwas, was für Sterne spricht. Zwei Sachen, die gegen Sterne sprechen, okay. Und jetzt haben wir hier Jolie halt plus 30% maximale Gesundheit und dann noch ein bisschen anderes Zeug, Höhe 30% Schutz. Ich gehe mal davon aus, dass, also 30% der Maximalgesundheit, ich gehe mal davon aus, dass der Schutz von 30% der Maximalgesundheit von Jolie entspricht. Es könnte aber auch von dem entsprechenden Charakter sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Jolie erhöht seine Maximalgesundheit um 30%. Auch das hier macht man am effektivsten, wenn er mehr als 3 oder 4 Sterne hat. Also wenn er 7 Sterne hat. Ne? Je mehr Sterne, umso besser. So, also wenn man davon ausgeht, zweimal spricht es für viele Sterne, zweimal ist es egal und einmal eher für viele Sterne als wenig. Das bedeutet, wir tendieren also schon mal zu 7 Sterne sind besser als 3 oder 4 Sterne. Jetzt die Frage, ist Jolie Arena viable mit 3 oder 4 Sternen? Ich denke definitiv nicht. Ganz einfach deswegen, weil ihr habt gesehen, ihr holt den maximalen Nutzen aus ihm raus, wenn er mehr als 3 oder 4 Sterne hat, also je mehr Sterne, umso besser. Das ist der eine Punkt. Zum anderen ist er ein Heiler. Und Heiler haben aktuell in der aktuellen Meta der Arena nicht viel verloren. Natürlich kann es sein, dass wenn mit Bastila Leads, Ezra, General Kenobi und so, ne, dass man dann vielleicht Jolie Bindu irgendwie zum Laufen bringen kann. Aber ihr seht, viele Sachen hier profitieren davon, dass die Charaktere viele Lebenspunkte haben. Und gerade bei Jolie macht das am meisten Sinn. Und gerade jemand wie Jolie ist jemand, der eher als letztes als erstes sterben sollte. Und mit wenig Lebenspunkten wird er wahrscheinlich eher draufgehen, schneller draufgehen als alle anderen. Das bedeutet, sollte in sehr naher Zukunft Jedi Arena viable werden, würde ich nicht empfehlen, jetzt schon, also trotzdem nicht empfehlen, jetzt schon Jolie, also wenn ihr Jolie unbedingt jetzt schon in der Arena spielen wollt, dann nur mit möglichst vielen Sternen, also mit 7 Sternen, das macht mehr Sinn, weil ich glaube mit 3 oder 4 Sterne, ob Jolie jetzt 3 Sterne hat oder 4 Sterne, macht keinen Unterschied, ihr werdet genauso wenig Spaß in der Arena mit ihm haben, als mit 7 Sternen, ja, mit 7 Sternen werdet ihr viel Spaß mit ihm haben können, in der Arena, wenn Jedi endlich viable werden, wenn die Heiler endlich mal wieder richtig viable werden, was aktuell noch nicht der Fall ist, also lehnt euch zurück, chillt ein bisschen, wenn ihr ihn aber unbedingt für den Raid benutzen wollt und für den PvP, also für den PvE-Bereich, wie zum Beispiel Raids oder Territorialschlachten oder sowas in der Richtung, da macht es dann schon Sinn natürlich, Jolie auf 7 Sterne zu bringen. Also mein Fazit, bringt Jolie Bindu nicht auf 7 Sterne, nicht jetzt schon, ja, es wäre nötig, ihn auf 7 Sterne zu bringen, damit er ordentlich funktioniert, im PvP und im PvE-Bereich, ja, aber macht es jetzt noch nicht, wartet lieber mal noch fast die vollen 26 Tage ab, ob sich im Laufe des Monats nicht noch irgendetwas tut, ja, und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr es macht oder nicht, okay, das ist mein Hinweis, Bastila lohnt sich mit 3 oder 4 Sternen, habe ich letzte Episode schon gesagt, Jolie Bindu hingegen nicht, definitiv nicht mit 3 oder 4 Sternen. Und ob ihr ihn levelt auf 7 Sterne, ist euch überlassen. Aber allein für die Arena würde ich das jetzt noch nicht tun. Okay? So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Wie gesagt, in der nächsten Episode spreche ich ein bisschen über Bastila und Jolie und die Updates, die dazu gekommen sind. Das ist auch sehr interessant. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht mit euch sein.